Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade am Sonntagmorgen. Einen wunderschönen. Hallo. So, hier wollten wir, beziehungsweise ich habe gestern angefangen, oder wir haben gestern angefangen zu mähen. Das setzen wir jetzt fort. Ich muss halt gerade noch ein bisschen warten, weil der Winter doch ein bisschen breiter ist als wie da die Mähkombination. So, warte mal, ich hab doch hier irgendwo das belegt. Da. Ah. Ich hol mal wieder Weizen. Ja. Ja genau, das haben wir auch noch nicht gar nicht gesagt. Wir haben tatsächlich jetzt den Seedmaster befüllt, der läuft auch schon. Wie ein Einser. Ja, ja. Ich glaube, haben wir jetzt schon, knapp 15.000 Liter Saatgut haben wir schon produziert. Soweit ich weiß. 10.833 Körnchen. So sind es noch genauer dann. Ja, die Wiese ist ja hier relativ klein. Das heißt, die haben wir relativ schnell runtergemäht. Ich werde aber, wenn wir jetzt gleich rückwärts fahren, irgendwie nochmal wenden. Wir haben aber nicht sehr viel Zeug im Lager. Hm? Wir haben nicht mal mehr Stroh im Lager. Echt nicht? Ich dachte, ich habe da mal mit dem Ladewagen noch ein bisschen was reingekippt. Jetzt hast du anscheinend schon wieder alles raus. Okay, normalerweise war da eigentlich noch gut was drin. Aber wir haben ja jede Menge Schrotballen, also an dem wird es glaube ich nicht scheitern. Und außerdem so viel Stroh braucht man dann auch nicht. Bis auch für die Kühe ein bisschen was und für die Mischration. Aber die hält ja auch eine Zeit lang an, also. So. Jetzt gang mehr war drunter. Doch, war es sogar noch was drin. Ich war auf Heu. Na, ich war die Alter. Fahr den Kühen gleich was rein noch. Mann, Stroh meinst? Jo. Die sind glaube ich so gut wie voll. Egal. Sag doch das nicht. Wenn voll, dann schon richtig, ne? So, ja wirklich. Ich mach Mischration. Okay. Oh, die haben ganz schön viel Kacke gemacht. Ja. Wenn wir gerade einfangen, wir können auch noch mal wieder eine Gülleaktion machen, weil wir haben ja jetzt gut was in bei den Kühen drin und dann haben wir ja noch Gereste von der BGA auch, soweit ich weiß. So. Hochdatei, dann machen wir hinten auch noch mal das gleiche, zack, perfekt. Und dann geht's auf zur nächsten Wiese. Ja, Heu drinnen. Hm? Wir haben ja auch Heu drinnen. Wo im Lager? Oh, sorry. Ja. Im Lager? Okay. Ja, wir können ja genau. Ich hab ganz zum Anfang mal mit dem B-Traktor direkt die kleine Wiese neben unserem Hof mit dem Ladewagen runtergeholt. Ich müsste eigentlich noch, das glaube ich ist dann noch das. Mhm. So, ich fahr gleich mal zu den rechten Wiesen. Weil die Kuh, weil da unten ist die Boah, kleine Schwelle. Schwelle, dann hebt der kleine Arien schon vorne ab. Ja. Überhaupt eine Pflegebereifung. Oh, ich bin fast vorbeigefahren, oder hier rechts geht's ja schon rein. Der Weg ist aber auch so unscheinbar.
müssen. Kommen wir hier rein. Das ist schon mal fehlgeschlagen. So, jetzt hat er aber. Nimm's doch. So, ausklappen. Ich fülle den Seedmaker gleich noch ein bisschen voll. Mit ja. Weizen, damit das. Ah, muss nochmal ausfahren. Wie läuft das auch an? Bräuchten vielleicht mal wieder Gift. Hm? Also, Pflanzenschutzmittel. Ja. Ja, wir haben noch ganz gut Kohle auf dem Konto, kannst du gerne. Können wir uns jetzt endlich wieder leisten. Nach monatelang nach Pleite, Geier. Voll. Oh, ich bin noch stehen gelassen, nicht? Ja. Vorteilhaft. Bin ich aber da reingefahren, ey? Oh. Hm? Alles gut. Okay. Ich hinterfrag's gar nicht. Ein bisschen vorsichtig fahren mit den Zaun. Und macht hier ein paar Schlenker. Sind so drinnen gestanden. So. Boah, der Glas hat aber gute Licht. Also. Wie bescheiden der macht gut hell. Ja. Ja, der macht gut hell. Aussteigen. Kannst du jetzt das Tor schließen, damit ich hier schön angenehm rumgehen kann. Nochmal wieder auf, damit wir später wieder reinfahren und wir auch wieder raus können. Und mal weiterfahren. Bringt alle ein bisschen was mit. Dritten sieht man unsere BGA. Läuft eigentlich das Förderband schon? Nein, das reicht nicht ganz hin. Oh nein. Ja, wir haben doch die Verlängerung gekauft, oder nicht? Doch. Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock, die hinzutun. Das geht ja aber nicht. Sei doch still, ey. Dauert ein bisschen, bis man sich gerade eingespielt hat mit der Gangschaltung. Verzögert, ja. Vielleicht, was mir gerade auffällt, wenn man vorwärts und rückwärts fährt, geht der Pfeil hinten vor. Das schaut voll witzig aus. Wie meinst du? Wenn man vorwärts und rückwärts, also den Schalter vorwärts, wenn man bloß steht und vorwärts und rückwärts macht, geht der Pfeil auf der Karte immer so witzig hinten und vor. Also. Okay. Kannst du mal schauen? Bei der Gangschaltung meinst du? Ja. Auf der Karte. Wenn man dann den Gang wechselt. Auf der Karte? Ja, wenn man auf die Minimap da drauf schaut. Den Gang. Also. Gangschaltung wechselt. Und wenn man vorne zurückgeht, schauen wir die.
Ich komisch aus. Überhaupt nicht, was du meinst. Das schaut komisch aus, weil der Pfeil auf einen Schlag in die andere Richtung zeigt, meine ich. Ja, wenn man Rückwärtsgang rein macht. Und dann Vorwärtsgang demnach. Bist du denn hin? Auf der ganz kleinen Wiese, da wo die Strommaschen drin ist, bin ich gerade dabei am Mähen. Ah, okay, dann komme ich hoch. Stromaschen aufpassen. Da kommt er schon angefahren. Und jetzt gehen wir uns angefahren, läuft. Das Fahrercontroller selber mal wieder, komischerweise. Ich sag, das wird schlimmer. War schon ein bisschen merkwürdig, dass der auf einen Schlag plötzlich den Geist aufgibt. So, hinten haben wir noch stehen. So, zack. Hast du das gehört? Was hast du gemacht? Gang geschalten oder was? Gehupt. Nee, das ist jetzt gerade nicht. Echt? Nee. Ich mache immer dann auch mal auf den Weg zur nächsten Wiese. So für 34, Wiese 34. Genau. Sogar knapp. Aber wie kommt. Ne, kommt da wieder nicht rum. Aber ich mach dir ganz kurz das Tor zum Tor. Ah. Guck, habt ihr exakt das Tor zugemacht, dass du hier schön vorbeiwenden kannst. Danke. Bitte. Schauen wir dann gleich wieder aufmachen. Ja. Hi. Zack. Langsam gelingt ich. Dann müssen wir kurz Glückwärtsgang reinmachen. So, jetzt hat. Einfach ist hier relativ eng für so ein Gespann. Teilweise auf jeden Fall bei der Ausfahrt. Und nicht bei allen, aber bei der. Links und rechts vom Weg Zaun ist mir ein bisschen unangenehm. Das hätten sie anders lösen können, ja, definitiv. Ja. Oder die Ausfahrt einfach ein bisschen größer machen. Man kommt raus, aber ein bisschen beschwerlicher. Dann noch mit dem langen, Ballenwagen kommst du wirklich schlecht rein. Muss man wirklich rückwärts reinschieben, sonst geht nichts.
Ohrneck. Ja, ich bin kurz reingegangen ins Menü. Ah, okay. Das merkt man dann immer ein bisschen. So, hier ist das eine. Ja, perfekt, Tor ist offen. Das senken wir dann mal. Oh, ich blink noch. Dann klappen das hinten noch aus. Wenn man, ich bin passend hingefahren, dass er nicht direkt am Zaun dran bitschen, aber nee, passt. Ich muss schon sagen, mit Schmetterling Mehrwerk hier, dem Glas mit dem 10,3 Meter, da geht es schon schnell. Ja, mit dem Krone Zeta geht es auch gut voran. Meter, glaube ich, sind es, oder? Ja. Und auf jeden Fall ein bisschen mehr als wie der, also das Mehrwerk hatte. Ja Leute, tut mir leid, dass ich heute ein bisschen öfter hier zum Beispiel bei den Arbeiten hier ein Tempomat benutze. Aber Alter, meine Beine sind so im Arsch. Ich bin heute den ganzen Tag mit dem Traktor gefahren und jede halbe Minute Kupplung getreten und wieder an den Gang reingehauen, weil wir ein bisschen im Wald rummanövrieren, die Bäume schon wieder richtig aufzuladen und oh Gott, wenn man das nicht jeden Tag macht. Ist nicht angenehm so. Das geht dann schon ein bisschen auf die Beine. Mit einer alten Kupplung auch noch. Ja. Oder ärgster Kupplungsgeber mit einem, und der ist dann auch noch stark eingestellt. Ich wende gerade von diesem einen Ding weg. Hm? Drummasten. Also? Mit deiner Funktion hier. Die geht schon gut. Ja. Nach der Aufnahme werden wir uns dann auch um das Problem Schafstall kümmern. Weil es kann nicht sein, dass er sich da die ganze Zeit sagt, da soll Wolle da sein, aber ist nicht mal 1% da. Wir produzieren einfach nichts. Ja, werden wir den anderen Schafstall, den Standard halt nehmen, ja, oder? Ja, oder wir gucken, ob wir einen anderen kleinen finden. Oder einen anderen kleinen. Ja. Da gibt es auch so extra Höfe hier auf der Rade. Ja, wir haben ja sogar. Oder wir kaufen uns halt dann einfach so eine kleine Schafweide unten, bei der, wo wir auch die Kuhwiese haben. Ist auch eine mögliche Variante. Aber wenn wir mal auch so weit fahren immer. Man muss sich halt mal angucken, wie wir es denn machen. Oder hier auf die kleine Wiese hier hinten. Gibt's, ist auch schon viel Platz. Ja. Mit dem Wender kommt er echt gut raus. Ist der Einfahrt. Ja. Er hat auch hinten nochmal gelenkte Achsen, also. Oder gelenkte Achse. Ne da? Nein. Okay. Ich dachte, er lenkt auch nochmal mit. Mhm. Okay. Aber der Drehpunkt ist relativ nah am Traktor, also. Schnelle Reaktionszeit. Ja. Und
müssen. Level hoch. Jetzt können wir dann. Merkt man schon, bergab geht's mit dem Mähen schneller als wie bergauf. Ah, das ist auch schon hier. Müssen wir ein bisschen beeilen. Klar, es gibt alles. Ich wink dir. Man braucht nicht viel Power zum Wenden. Nee. Der muss eigentlich nur bisschen eine Leistung auf der Zapfwelle haben und er muss halt den Schwader hinter den Wender hinter sich herziehen. Mhm. Der wo ultra leicht ist. Ja. Und ich glaube der Adi und der kleine Adi auch 140 PS und der Wender noch 90 oder so. 120 kann man ihm 120. Geben. Aber den geben wir jetzt dann bald richtige Reifen. Ja. Weil die ganze Zeit mit Pflegebedarf im Umfang ist auch nicht so gesund, glaube ich. Für den Boden auch. Wäre für uns ehrlich gesagt billiger, aber schlechter für den Boden. Ja. Weil wir weniger Gummi zahlen. Mitten im Gras. Hier draußen habe ich bloß 25 FPS. Da habe ich 60. Okay. Ja, okay, ich habe auch zu den Bäumen geschaut. Jetzt habe ich 30. Fast schon Bahnen, oder? Ja. Ich fahre Bahnen. Du fährst aber, glaube ich, auch 1 km/h schneller, oder? Ich fahre momentan 18. Ja, okay, dann bin ich 1 km/h schneller. Aber ich habe auch schon ein bisschen den Vorsprung. Der wird gleich hin sein. Am Berg 11, 10 km/h gerade.
Ich bin da mit 19 raus. Ja, mit einer Bank habe ich es nicht ganz, schade. Wie viel fahrst du jetzt eigentlich da? 20, oder? Bergab 22. Wenn es bergauf ganz mit dem steilen Stück hier, oder was heißt steil, an einem leicht ansteigenden Stück fahre ich 10. Bei Hunden wird es auch ein bisschen schmäler. Hallo. Aber man muss wirklich sagen, diese Hupe, was die Glastraktoren haben oder auch die Drescher und so weiter, die ist viel, viel besser als die Standardhupe, muss man sagen. Die ist angenehm, ja. Als würde ich. Das ist ja fast so gequietsche. Sie ist nicht voll overpowered. Warte mal, ich muss so. Sie ist jetzt nicht so wie die vom MB-Drag oder von meinem großen Johnny. Ja, also sie ist nicht voll overpowered, oder was heißt overpowered? Sie haben halt einfach standardmäßig. Einen kernigen Sound. Ja, sie haben keine Fanfare drauf, sondern die normale halt, was jeder Traktor hat, und da klingt die eigentlich relativ normal. Okay, oben musst du nochmal ablassen, die Seiten. Ja, ich weiß. Was ich jetzt dann schon machen? Oh nein. Ich wollte es nicht zusammenklappen. Gut, da geht der Ding flöten, Vorsprung. Nee. Okay, jetzt dann gleich am Arsch. Was du einmal. Nee, weil du musst auch noch mal runter, das schaffst du nicht mit einer Bahn. Ich weiß. Weil da habe ich auch noch ein bisschen den Vorsprung. Aber ich muss die aufheben beim Wenden. Also drehen. So, heben wir alle hoch. Aber ob er mich aufholt oder ob ich noch meinen Vorsprung behalte, seht ihr in der morgigen Folge, denn wir sind auch für heute schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen oben da lassen. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann am Mittwoch zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinde Rade. Du hast mir jetzt gerade übernommen. Nein. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und ist kostenlos. Genau. Also bis zum Mittwoch. Haut rein und ciao, ciao. Ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.